In Scam haben wir heute Bad. Hallo Bruder Ron. Oh, und da ist der Jagd. Ja, ich mische mich nicht ein. Nein, ich mische mich da nicht ein. Oh doch, jetzt muss ich mich einmischen. Ich hab doch die falsche Waffe am Arsch hier. Leg dich hin. Geht mal weg, geht weg. Geht weg, bitte. Ah. Ja. Okay, nun können wir weitermachen. Nee, noch nicht ganz. Links. Ja. Und hier der tapfere Krieger, das war eben der Yogi. Hallo Yogi. Hi. Ja, der kämpft wieder mit stumpfen Waffen gegen die Bösen. Will ja keinem wehtun. Genau. Mach mal eine Verbindung. Und kickt euch das an, wie das hier schon wieder aussieht. Der tapfere Krieger. Poppt die hier weg und das so. So. Ja, weswegen sind wir hier und was machen wir hier in der Winterlandschaft? Na klar, keine Ahnung. Wir haben heute Badetag. Ja, auch in Scam muss mal gebadet werden. Okay. Und aus diesem Grunde, guck mal hier, Pilze. So, große Pilze. Und kleine. Und aus diesem Grunde haben wir uns hier dieses Fleckchen Erde ausgesucht. Ob wir hier von der richtigen Seite sind, bezweifle ich noch. Aber wir wollen rüber da auf diese Insel. Lasst uns mal durchs Zielfernrohr schauen. Heute ist Badetag, weil meine Freunde streng riechen. Kickt euch das an. Hier ist nicht viel zu sehen, ja? Gerade mal die Kirche und dieser Aussichtsturm. Mehr sehen wir nicht. Ja, da gehe ich ja runter mit meinem Zeug. Aber aus Insiderkreisen wissen wir, da sind auch Zombies drauf. Und wir haben uns eine andere Stelle eigentlich zum Anlanden ausgesucht. Und die ist hier genau auf der anderen Seite. Also nicht von hier. Da ist der Weg wahrscheinlich zu weit. Von der anderen Seite drüben, von der anderen Seite des Sees, kommen wir besser ran. Ich zeige euch das mal auf der Karte. Wir sind jetzt hier oberhalb. Wenn wir... Obwohl, kickt euch das mal auf der... Doch, ja. Du kannst hier rüberlaufen. Also, wir fahren mal wieder rum. Rechts rum um den See. Und landen hier unten an. Ist das jetzt richtig, was wir tun? Warte mal, ich kick noch mal. Ja, wenn es jetzt nach links geht, dann ja. Ah, bleib hier! So, da kommen wir ja schon runter zum See. Dein Beifahrer sich lassen. Keine Ahnung, wo der ist. Da bin ich. Stummer Ärger. Nee, ich bin stumm gewesen kurz. Und ich sage immer rechts, rechts, rechts und. Sozialbanausen doch. Und wundere mich, warum redet keiner mit mir? So. Ah, ich bin rausgesprungen. Ach du Scheiße. Okay. Bin ja schon da. Oder noch nicht? Nee, noch lange nicht. Ja, doch, ich glaube schon, wa? Nee, ach, wir müssen noch ein ganzes Stück. Ja, noch ein Stück müssen wir. Das ist jetzt erstmal die Landzunge hier. Ja, ich bin mal rausgesprungen, weil ich bin. Ich bin ein bisschen Adipositas und muss ein bisschen loben, weißt du? Schon Adipositas. Warte mal. So, weiterfahren, kommen wir an, da wo wir hin wollen. So, wartet jetzt nicht hier schon? Ah, ein bisschen noch. Noch ein bisschen. Schön auf die versteckten Steinchen achten.
Genau, hier sind wir richtig. Das ist die dichteste Stelle an der Insel. So. So, jetzt machen wir schnell mal gelben Schnee. Hey, mein Auto rollt. So, Ron, mein Plan wäre, hier drüben auf die Steine, die wir hier vor uns sehen, durch das Schilf, über die Steine. Und das ist meiner Meinung nach der kürzeste Weg. Schwimmen. Naja, bis dahin kannst du noch laufen wahrscheinlich. Und dann das Stück rüberschwimmen. Ist von euch schon mal jemand geschwommen? Geschwommen ja, aber noch nicht so weit. Jeden Tag. Das heißt jetzt alle leer machen unsere ganzen Klamottchens. So, warte mal. Helm können wir ablegen. So, mal gucken, was jetzt geht. Achso. Mal gucken. Was macht er jetzt? Jetzt schwimmt er. Tief. Tief. Besser als hochstapeln. Aber ja doch. Super. Kannst du vergessen. Was hast denn du noch an, wo du das probiert hast? Dann sagen wir mal. Ich habe an Einsatz. Nupsi war ja der Meinung, dass wir nur kurze Hosen anhaben dürfen. Ja, dann das packe ich mal raus. Das packe ich mal raus. Hüfttasche. Ach, muss ich die Taschen auch alle leer machen, bevor ich die Klamotten rausziehe? Ja, leider. Ach, was für innen. Wahrscheinlich Jens. Hier, Nupsi, guck mal, ob es diesmal geht. Warte. Warten. Hier, ich leg da mal ein Bärloch hin. Geht mal hinterm Auto. Siehst du den? Nö. Das ist ja ein Ding, wa? Immer wenn du den Bärloch rauslegst, ist der weg, ja? Okay, jetzt schwimmt doch. Mit was? Was hast du an oder nicht an? Ich hab einen Einsatzrucksack, praktische Jacke, Kartenhoodie. Ja. Was ist das für eine Waffe? Schrot. Donnerwetter. So. Wenn er sagt, er ist mit Schrot rübergegangen, dann versuche ich es mal mit Schrot. Na, Nupsi. Ja. Aber wir müssen erstmal kicken, jetzt abwarten. Er wurde ja wahrscheinlich nicht verletzt und hat bloß noch 46% Leben. Von die zwei mal. Ja, oder probiert es ruhig mal. Probier es auch mal. Geh mal rein und kicken wir mal, ob. Ob du auch an Gesundheit bist, ja. Weißt du? Ja. Wenn das so ist, ja. Da brauchen wir echt nicht überschwimmen, ja? Nein. Ist richtig. Okay, ich habe also die Flinte mit. Was habe ich denn an? Ach, ich habe meinen taktischen Pullover noch an. Und die taktische Armeehose. Okay, da bringe ich zurück. So, jetzt habe ich noch die Hüfttasche, die kurze Hose. Weißt du, was der Knaller ist? Das Auto ist voll, ich kann nicht mehr reinpacken. Onkel Nupsi hat Badetag. Hoffentlich stoppt er nicht beim Baden. Ach, da ist meine weiße Regenjacke, die hat gesucht. Naja, das muss nicht sein, ne? Ich hab eh nie gefunden. Ach so, eine weiße? Ja. Das ist cool, ich höre sie schon grunzen, die Viecher. Auf der anderen Seite? Ja. Bist du schon drüben oder was? Nein, ich bin unterwegs. Ach, du schwimmst drüber? Ja.
Ganz saubere Brustschwimmen, alle Lebenszeichen noch voll. Okay. Ausdauer 100% immer noch. Energie 100%. Und links neben mir brubbeln Zombies. Verstehe ich nicht. Rechts neben mir auch. Überall brubbeln die. Aber ich bin doch mitten im Wasser, ja? Ja. Jetzt sind wahrscheinlich Zombie-Fische. Oh, das hört sich nicht gut an. Kann natürlich sein, dass sie mich hier drüben erwarten. Ich leg mal. Der Junge steht ja noch hier. Ja, ich kann nicht mehr ins Auto packen. Dann ist es voll. Richtig, jetzt hat Nupsi gesagt, ich soll was craften. Aber ach, ich krieg schon eine! Ach, die sind im Wasser, die Viecher! Ja, die machen. Er sagt ja gerade, er kriegt schon. Was? Schießt du im Wasser? Nein, ich bin gerade raus. Ach so. Ich komme mal. Oh, ich habe 48% Leben, wieso das? Ja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht hast du doch irgendwo was abgekriegt. Ja, wo? Ja, aber pass auf, das kann auch sein, du bist ja. Ja, zeig mir an, ich bin gesund, ich habe nichts, keine Krankheit. Ja. Pass auf, du darfst. Kinder! Martin! Ey, die kommen alle aus dem Wasser raus. Ach Gott. Ohne Ende! Aber ich lebe noch. 51%? Ja, ich hätte ja noch rüberkommen, aber Kopf, Dabi, wenn ich jetzt. Hä? So, und ich Patch kann wand. Ja nicht. Ich kann ja nicht machen, Nupsi. Wir haben nämlich keine Werkzeugkiste bei. Eine starke Nummer. Ja. Jetzt kann ich nicht mal mehr die letzte Bleiplatte ein. Ja, sag mal, ich hab doch eben. Wie voll ist denn noch mal zurück zum Auto? Da ist er eben geschwommen mit dem Einsatz. Jetzt habe ich einen kleinen Bus. Aber in dein Auto werde ich auch nicht mehr viel reinpacken können, war das ist auch schon ziemlich voll. Ein Militärzelt ist hier. Siebenmal Schrot, ein Baseballschläger. Und was haben wir hier oben? Noch ein Baseballschläger und Wollpullover. Und wo ist mein Einsatzrucksack? Also du brauchst hier drüben definitiv keinen Rucksack. Warum eigentlich jetzt wie Schuhe? Ach nee. Nee, das Problem ist ja eben, ist er hier schwammig noch. Oh, er darf wieder runter. Guck mal auf deinen Charakter. Ich glaube, bei dir steht Spezifikation Sporttaucher. So, ich versuch's noch einmal. Sag mal. Das ist aber. Ron ist ein wenig. Ein wenig ehrgeizig. Er will da unbedingt hin. Ja, er kommt mir auch entgegen irgendwie. Ja, Unupsi, du kannst ihn ja noch retten, wenn er dir jetzt entgegenkommt. Nee, er schwimmt da schon wieder zurück. Ja, ja. Ich krieg das noch hin. Warte mal. Der wiegt 140 Kilo. Ich hätte gedacht, der muss nicht mal die Arme bewegen, wisst ihr? Aber ich sage dir, der Schwimmstil ist echt geil, ja? Haben sie gut gemacht. Ah, langsam kann ich deinen Schwimmstil erkennen. Aber ohne Pumpe, nur mit Pistole, kannst du das Ding voll abschmatzen. Ja, aber. Außer du bist hier so ein Scharfschütze wie Junior.
Aber ich schaffte nicht. Ach, guck mal, Ron krault. Siehst du, der krault, ich kann Brustschwimmen. Ja. Ron, und warum hat's jetzt geklappt? Was hast du noch abgelegt? Möchtest du ja nicht wissen, ne? Aber kick doch mal meine Ärmchen an. Bin ich ein Bulle? Ja. Was für ein Typ, ey. Ei. Mann, wenn ich nicht schon verheiratet wäre. Ja. Ich gehe jetzt gerade rein. Ja, soll ich. Juki soll ich. Ich bin auch der Brustschwimmer. Ja, weiß ich nicht, warum er hier kalt ist. Ach so, muss am Mausrad drehen. Sieht sowas von sportlich aus, wie ich hier rumschwimme. Kicken. Ja, das sieht gut aus. Aber meine Ausdauer geht beim Kraulen mächtig runter. Beim Brustschwimmen überhaupt nicht. Wie krubbelt da irgendwas? Nicht auf mich schießen, ne? Jetzt habe ich Yogi aus dem Ziel verloren. Ach nee, da im Wasser. Den kürzesten Weg hast du dir nicht ausgesucht, wa? Doch, ich schwimme geradezu. Ja, durch Schilf? Durch Schilf, ja. Okay, das sehe ich nicht. Aber die Zombies scheinen immer noch nachzuspawnen, ne? Hörst du was? Nö, aber Ron hat ja eben noch zwei oder einen umgelegt. Ach Quatsch, der schießt doch hier bloß in die Gegend rum. Drei Stück. Ich hab auch Blut gesehen. Oh, da schießt er mir fast in den Arsch, der Nupsi. Ach! Ey, du Käsebrot, wie rennst du? Keule, ich bin ein harter Typ aus dem Norden, ja? Was macht denn der Ron da? Ron, geh mal beiseite? Ich seh den leider nicht. Der Box? Ist dann Zombie? Ja, Ron boxt ja. Mit denen. Der hat tot geboxt. Und Onupsi schießt auf die Leiche. Na super. Ja, du hast eben geschossen und hast den toten Zombie noch getroffen. Ich hab nur Verdacht. Ron, wo bleibst du? Na dann los, ihr bin Tiefseetaucher. Also beim Brustschwimmen definitiv habe ich keine Energie verbraucht. Also ich verbrauche nicht 1% beim Brustschwimmen. Ja, richtig. Liegt mir genauso. Und schneller ist Ron auch so gut wie gar nicht beim Kraulen. Ja, ich bringt ja auch nicht viel. Was sagst du? Ich hab gerade angehalten. Gut, da sind sie alle heil wieder zurück. Und dann sag ich mal, schönen Dank fürs Zuschauen. Ihr habt gesehen, wie die Chaos-Truppe ihren Badetag begeht. Ihr habt gesehen, was drüben auf der Insel ist. Es ist alles gesagt. In diesem Sinne verabschieden wir uns bis zum nächsten Abenteuer. Tschüss gesagt, Bruder Ron. Bye. Und der Yogi. Ciao, ciao. Und in meinem Namen, tschö mit Ö, euer Onkel Nupsi.